Ja, servus. Neues Video, neuer Tag, neues Glück, neues Video. Heute nehme ich euch einfach mal mit, was so Ende Juli an so einem Tag ansteht. Ja, wünsche ich euch viel Spaß beim Video und vergesst nicht Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Gerne auch ein Abo und Fragen und alles Mögliche gerne in die Kommentare. Also, bis gleich. Ja, nachdem ich gerade eine kritische Anmerkung bekommen habe, warum hier die Wiese nicht gemäht ist, wo meine Bienenvölker stehen, ne, warum ist sie nicht gemäht, beantwortet mir die Frage einfach gerne in den Kommentaren. Ich zeige es euch mal. Ah, wäre doch total schwachsinnig, die jetzt zu mähen. Also, aber manche lieben halt die Ordentlichkeit und das ist aus ihren Eigen nicht ordentlich. Ja, mei, so ist. Also ich mähe sie auf jeden Fall nicht. Noch nicht. Ich habe jetzt meine Jungvölker abgecheckt, ne? Also Futter gegeben, auch die Begattungskästchen nochmal gefüttert. Ja, hat mich jetzt ein Weilchen gebraucht. War aber ganz cool, weil ich vom Zustand echt überzeugt bin. Vielleicht, wo kommen die Jungvölker her, die hier stehen? Das sind im Wesentlichen Jungvölker. Ja, bei mir funktioniert ja auch nicht alles, ne? Und dann hast du einfach Bienenvölker, die du auswinterst. Was machst du mit denen? Um die da irgendwie zu päppeln und zu fahren, das mache ich nicht. Dann mache ich daraus einfach Jungvölker-Ableger. Verarbeite die so, die kriegen dann alle eine neue Königin. Und dann sind die verarbeitet und ich fahre keine Faulenzer in die Gegend rum. Das ist ja ökologisch und wirtschaftlich nicht so sinnvoll. Dann habe ich natürlich noch was Geiles entdeckt. Kommen wir zum Ärger des Tages, oder es gibt zwei Ärger. Ich habe ja meinen großen Anhänger und da habe ich gesehen, dass wir hier in der Felge, also nicht bei dem Anhänger, ich zeige es euch nur, hier eine richtige Delle drin haben. Da bin ich wohl irgendwie, also ich habe schon eine Vermutung, in welcher Wiese, das war an einem Stein hängen geblieben. Verliert natürlich Luft, brauche ich natürlich heute Abend. Ersatzrad ist natürlich auch nicht vorhanden. Jetzt habe ich es mit dem Hammer ein bisschen klar gehämmert jetzt und dann geht es zur Not ja. Beim Anhänger kann man sowas ja machen, beim Auto würde ich da wirklich die Finger davon lassen. Wird auch ausgetauscht, aber ich brauche ihn, wie gesagt, heute Nacht. Da fahre ich ein paar Bienen und auch nicht weit und da geht es so. Und bei dem, und dann habe ich auch noch festgestellt, dass bei meinem anderen Anhänger die Rücklichter nicht gehen. Ja, ist halt manchmal cool. Und den brauche ich ja, um den Honig zu holen. Und da brauche ich auch die Lichter, weil da fahre ich ja ganz früh los, bevor die Bienen fliegen, dass der Honig runterkommt morgens. Müssen wir halt heute Abend noch irgendwie wie regeln. Aber jetzt gehen wir los. Wir fahren auf die Alp und schauen uns da diese Wandergruppe an. Ich habe Bienenfluchten dabei. Da sind zwar noch Zunahmen, aber jetzt war ich ja ein paar Wochen schon nicht mehr da oben. Jetzt schaue ich mir die mal an und dann entscheide ich spontan, Bienenflucht rein, Bienenflucht nicht. Und ja, das wird dann weiter den Tagesablauf bestimmen. Also, bis dann. Ja, auf dem Weg habe ich jetzt hier gesehen eine Waldkalkung. Letztes Jahr gab es das bei uns daheim auch. Da wurde ich vom Forstamt dann geschrieben, ob ich da Bienen habe oder ob ich die dann, und dann sollte ich halt selber entscheiden, ob die da weg müssen oder nicht. Ich hatte da keine, deshalb habe ich mich damit nicht weiter beschäftigt. Aber wenn einer von euch da eine Praxiserfahrung hat, was die Waldkalkung mit Bienenvölkern macht oder ob das überhaupt eine Auswirkung hat, schreibt es mir einfach gerne in die Kommentare. Also ich denke, bei Waldhonig, klar, wenn der Waldhonig, hat es auf jeden Fall eine Auswirkung. Wenn er jetzt nicht honigt, weiß ich es nicht, ne? Also ich habe mich damals damit auch nicht beschäftigt. Ist auch zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich sowas sehe, aber unsere Region ist da jetzt wohl gerade dran. Und ja, wenn ihr eine Praxiserfahrung habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, jetzt mache ich aber weiter, weil sonst wird es, auch wenn das hier interessant ist, aber man muss auch seine Sachen erledigen, ne? Also bis dann. Ja,
Jetzt sind wir wieder am altbekannten Bienenstand hier. Ja, so wie es aussieht, denke ich mal, legen wir da die Bienenfluchten ein. Wir werden viel Honig, oder der wird viel Eintrag bekommen sein von diesen ganzen Gründüngungen. Die liegen jetzt alle auf Schwarz, sind alle gemäht. Das wird was ausgemacht haben im Eintrag, ne? Das ist super, denke ich mal. Und deshalb Bienenfluchtreihen, wie gehabt, im letzten Video habe ich das schon gezeigt, Bienenfluchtreihen, Mittelwände rein, zwei Stück. Und dann morgen früh wieder den Honig holen. Und dann schauen wir, ne? Wenn es hier noch so vor sich hin läppert, lasse ich sie hier nochmal stehen, dass diese Mittelwände schön ausgebaut werden, eben durch diese Leppertracht. Wenn nicht, dann, ja, wie gehabt, hole ich sie. Ich meine, der große Honig, der ist ja vorbei. Die fliegen auch nicht in den Wald. Zumindest sehe ich nichts. Und bringen aber alle ganz schön Pollen, ne? Also das scheint echt ganz gut zu funktionieren. Ja, das erste am Bienenstand ist ja immer so ein bisschen klar, das Interesse ist natürlich dem, was hier oben drin ist, im Honigraum. Aber vor allem der Zustand der Bienenvölker ist ja wichtig. Ne? Da ist immer so eine Fluglochbeobachtung wirklich sinnvoll. Kommen die Pollen? Wie fliegen sie? Wie ruhig? Das ist immer so der erste Gang bei mir. Und dann kommt im Prinzip der Blick nach oben. Ne? Also wenn man jetzt hier sowas sieht, ich meine, wir haben jetzt ein bisschen Regenansetzende, ne? Aber man sieht es hier, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera gut erkennt. Also es kommt doch relativ viel Pollen, es kommen auch viele Bienen heim. Ein ruhiges Flugbild. Hier auch. Ja, also hier auch das Thema zugewachsenes Flugloch, gab es ja auch eine Diskussion, warum meine Fluglöcher so zugewachsen sind, die gehören freigeschnitten und so. Ja, das könnt ihr alles machen, wie ihr wollt. Ich bin da jetzt nicht so der Fan davon, weil die Biene fliegt ja auch so auf die Beutenwand, krabbelt dann runter. Also klar, das soll jetzt nicht meterhoch zugewachsen sein, aber warum soll ich da jede Woche freimähen? Ne? Also dieses Freischneiden, wenn man jetzt einen Freischneider nimmt, das stresst die Biene auch, das bringt die Biene durcheinander. Und was habe ich davon gewonnen? Also sieht halt dann, ich habe es ja vorhin im Video schon gesagt, vielleicht ordentlich aus. Aber mei, im Gegensatz, ne? Es gibt ja Tendenzen, dass man sagt, wenn die asiatische Hornisse kommt, dann sind zugewachsene Fluglöcher oder Fluglöcher, bei denen Gras davor steht, eigentlich eher positiver zu bewerten, ne, weil dann die da nicht so gut die Bienen abfangen kann. Ja, es ist immer schön, ne, dieses Gesumse am Bienenstand. Aber jetzt machen wir uns mal in die Arbeit. Verteilen wir mal die Bienenfluchten, stellen mal die Mittelwände parat und dann arbeiten wir das durch, weil wir wollen ja zum Mittagessen auch wieder daheim sein. Wenn mir noch was auffällt, oder ich zeige euch sicherlich zwischendurch noch was. Ja. Ja, jetzt gucken wir mal hier, ne? Was will ich sehen? Klar, ich will halt Brut in allen Stadien sehen, dass ich weiß, hier ist alles in Ordnung. Da sehe ich Eier, stehende Eier, schöne große Brutflächen. Mehr mache ich jetzt nicht. Jetzt mache ich einfach mal für euch noch die Wabe, sonst würde ich die nicht anschauen. Ne, und da habe ich halt Brut in allen Stadien. Ist für mich vollkommen in Ordnung, ne? Man sieht auch, wie schön ausgebrütet die Waben sind. Ne? Also wir haben hier im Prinzip keinen Futterrand. Ja? Also das ist eben, dass der Honig ist im Prinzip dann oben im Honigraum. Macht die erste Wabe ist ja normal damit Pollen. Macht die Bienen natürlich jetzt total anfällig. Ne? Wenn ich jetzt den Honig ernte, die müssen morgen auf jeden Fall einen Futterschuss kurz bekommen, wenn ich den Honigraum abnehme, weil so ist es nichts, ne? Das ist viel zu knapp, ne? Die Bienenvölker brauchen ja auch das Futter, genau. Jetzt kommen hier einfach, wie gesagt, zwei Mittelwände rein, der ist hier wieder rangerückt, die Bienenflucht drauf und
Das Thema ist erledigt und das machen wir jetzt hier mal 36. Ja, soweit. Das ist ne, kein großes Zauberwerk, eher monotone Arbeit. So, jetzt sind wir hier ein paar Völker weiter. Da fällt uns was auf schon beim Öffnen. Also ihr habt es schon angeschaut, ne? Jetzt habe ich sie doch zusammengebaut, um euch zu zeigen, aber im Prinzip fällt uns auf, es sind unheimlich viele Drohnen. Ne? Klar, hier, ne? Dann fällt uns auf, die Honigräume sind viel leichter. Und dann nehmen wir die erste Wabe raus, dann fällt uns auf, die ist schwer. Ne? Da sieht man das mit den Drohnen nochmal viel deutlicher. Dann nehmen wir die zweite raus, die ist auch unheimlich schwer. Und dann wissen wir eigentlich schon, dass da was nicht stimmt. Und zwar wird da was nicht stimmen, also weiter war ich noch nicht. Da wird was stimmen, da wird einfach keine Brut da sein. Ne? Schaut euch an, wie viele Drohnen hier sind, alles voller Honig. Dieses Volk wird wohl ein Ausfall sein. Ja, hier irgendwelche komischen Nachschaffungszellen, Drohnen, Honig. Schaut euch das an hier. Drohnen. Also bei dem Volk, da braucht man auch nicht mehr irgendwie eine Königin zusetzen oder absetzen. Da sind ja im Prinzip geschätzt, keine Ahnung, 70% Drohnen. Funktioniert da dann auch die Bienenflucht nicht. Das heißt, die Honigräume kommen einfach aus Nachbarvolk. Dieses Volk ist leider ein Ausfall, kommt leider mal vor, damit muss man einfach rechnen. Ne? Ja, so, jetzt haben wir es vollbracht. Bienenfluchten sind drin. Ja, ihr seht, ich bin nicht ganz, also ich kann hier eigentlich nicht ganz zufrieden sein. Da muss ich ein bisschen nachdenken, was die Ursache ist. Also ich habe von diesen 36 habe ich zwei Bienenvölker, die keine Königin haben. Und drei weitere, da bin ich absolut nicht zufrieden. Also die haben wahrscheinlich umgeweißelt. Das ist allgemein dieses Jahr ein bisschen ein Problem, ne, wo ich habe. Also ich habe ja an einem Bienenstand habe ich ja im Juni 20 Königinnen haben gefehlt. Da kommst du wirklich ein bisschen in Selbstzweifel. Und ich weiß nach wie vor nicht, wie das passieren konnte. Da waren ja auch keine, es waren ja Nachschaffungszellen da, aber es haben im Prinzip auf diesem Bienenstand standen 25 Bienenvölker. Und bei 20 Bienenvölker war die Königin weg. Und das waren auch nicht gleiche Serienkönigin, also das war ganz gewiss, das war so mein Vermehrungsbienenstand. Und da kommst du schon in Selbstzweifel, weil 20 Königinnen schüttelst du halt auch nicht so aus dem Ärmel, auch ich nicht. Also ich habe es dann wieder schon hinbekommen, aber das tut weh, ne? Die fehlen mir halt jetzt, ne? Jetzt zum Jahresende. Klar, da muss ich jetzt irgendwie eine andere Lösung finden, aber das ist natürlich schon ein Thema, ne? Weil 20, also ich behaupte mal 20 Königinnen, so viele Fehler mache ich bei 25 Bienenvölkern im Bienenstand nicht. Das Einzige, wo ich mir erklären kann, was aber egal mit wem ich gesprochen habe, bisher keiner was dazu sagen konnte, war dieses Thema, dass dagegen die Snaichen-Prozessionsspinner gespritzt worden ist. Ne? Eine Behandlung, vielleicht 50 Meter weg mit so einem Sprühgerät. Das ist für mich vielleicht, ich weiß es nicht. Ne? Ich habe da ein bisschen im Internet geschaut, Bienensachverständiger gefragt. Die haben alle, ja, da kam jetzt nicht irgendwie was Hilfreiches zurück. Aber in dem Moment bin ich da halt einfach nicht weitergekommen. Habe dann natürlich jetzt auch nicht mehr die Zeit gehabt, ne? Da groß nachzuforschen mitten in der Saison. Habe dann, weil die Aussage war klar, keine toten Bienen. So kein Schadensersatz, so keine Möglichkeit, ne? Und ich hatte keine tote Bienen. Ich finde es halt wirklich nur schade, dass man nicht angerufen wird, ne? Ich meine, die machen da, das muss man sich mal vorstellen, ne? 50 Meter von dem Bienenstand weg mit 25 Bienenvölker, wo du, das kannst du nicht übersehen, ne? Die waren da mit dem Hubsteiger, mit Raumsprühgeräten im Wald drinnen. Und die rufen dich nicht an.
Ne? Und zum Beispiel habe ich so ein bisschen im Internet rausgefunden, ist ja eine Option. Das ist jetzt ja auch nicht so ein homöopathisches Gift, ne? Und ja, Gift, also homöopathisches Mittel, das ist ja schon was, wo Dampf hat. Und ihr merkt, es regt mich wirklich auf, ne? Weil das ist ja auch ein immensen Schaden. Ne? Wenn du rechnest, eine Königin 35 € mal 20, einfach mal so, ne? Weil dich keiner anruft. Also habe ich kein Verständnis dafür, für diese Vorgehensweise. Und da werde ich jetzt auch wenn ich da wahrscheinlich keinen Schuldigen belangen kann oder das genau nie genau erfahren wird, aber da muss ich mich jetzt den Wind über ein bisschen schlau machen. Wenn ihr da irgendwie Erfahrungen habt mit diesem Thema, ob das überhaupt ein Zusammenhang sein kann, ne, dann schreibt es mir einfach gerne bitte in die Kommentare. Ne. Jetzt habe ich, wie gesagt, hier auch zwei Königinnen, voll lustig. Das waren aber schon welche, wo ich markiert habe, dass ich die sowieso austauschen will im Winter. Aber, oder nicht im Winter, aber prinzipiell austauschen will. Aber wie gesagt, durch das, dass wir eben jetzt diese 20 Königinnen da gefehlt haben, war ich die Saison über einfach knapp mit guten, brauchbaren Königinnen, habe die laufen lassen. Und jetzt habe ich halt jetzt an dem Bienenstand, da bin ich ja wirklich nicht dazugekommen, da habe ich jetzt halt im Prinzip die Folgerechnung nochmal bekommen. Aber mei, auch das wird man verkraften. Mit der Honigernte, ich habe die Honigräume jetzt ein bisschen zusammengezogen, dass ich es einfach leichter habe. Morgen mit der Honigernte in der Früh, weil morgen habe ich nicht so arg viel Zeit. Da muss ich noch ein paar andere Sachen machen. Und da bin ich eigentlich, ne, durchschnittlich ganz in Ordnung. Ist kein Waldhonig, wie ich vermutet habe. Ist wahrscheinlich hier von so einer Begrünung, so Klee und so. Aber ja, ihr seht ja selber eine ganz schöne Menge auch. Klar, besser geht oft. Aber ja, im Prinzip ist das ja hier so ein bisschen ein Bienenstand da, wo ich jetzt aufgrund der Fahrzeit nicht wirklich intensiv gearbeitet habe. Und wo ich einfach mal versucht habe, ne, was oder mal wieder versucht habe, was auf der Schwäbischen Alb im Sommer passieren kann. Ja, war ein Versuch. Ich weiß es nicht, ob ich zufrieden bin oder nicht. Wenn die Fahrzeit nicht gewesen, also man fährt hier knapp über eine Stunde her, ne? Das ist für mich weit zu fahren, also das fahre ich auch nicht so gern. Und wenn die Fahrzeit nicht gewesen wäre, war das, glaube ich, schon ganz, ganz passabel, ne? Wie gesagt, so ist es halt. Mal gewinnst, mal verlierst. In dem Sinne wünsche ich euch dann auch eine gute Ernte noch, falls noch nicht erfolgt. Ich bin dann jetzt langsam fertig, ne? Ich habe noch ein Bienenstand, wo ich dann noch abernte nächste Woche. Nächste Woche ist die letzte Juliwoche. Und ja, dann geht ja einfach die Zeit der Varroa-Behandlung und der Fütterung los. Ne? Hier noch vielleicht zu sagen, das mache ich jetzt hier abhängig davon, wie ich da weiter vorgehe. Ich schaue mir heute Abend die Waage an. Wenn ich hier wieder wie die letzten Tage so 400-500 Gramm Zunahme habe, dann werde ich die morgen bei der Honigentnahme wahrscheinlich nicht füttern oder nur ganz, ganz leicht. Und den Honig runternehmen. Und dann werde ich sie auch heimholen. Und erst daheim werde ich mich dann um die Völker kümmern, die mir nicht so gefallen. Wie gesagt, das sind ja diese 5 Stück. Kann man offenen Kunstschwarm machen zum Beispiel, muss ich mir aber dann genauer anschauen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Und ja, prinzipiell kann man froh sein, ne, dass das eigentlich der einzigste meiner Bienenstände ist, bis auf diesen ominösen Eichenprozessionsspinnerbienenstand, wo ich eigentlich überhaupt Ausfälle habe an Königinnen. Ne, da bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden, weil da muss man auch mal ehrlich sein. Es werden immer nur diese Winterverluste gezählt.
Aber wirtschaftlich interessant sind ja auch diese Ausfälle im Sommer. Also ich behaupte mal, es gibt keinen Imker, der seine Völker hundertprozentig alle durch den Sommer bringt, zumindest nicht, wenn das eine gewisse Völkeranzahl ist. Da ist immer mal eins, wo die Königin abhanden kommt, wo vielleicht auch schwärmt oder so. Das sind ja alles Ausfälle, die man eigentlich auch zählen muss. Und ich habe es nicht ausgerechnet, aber da bin ich in diesem Jahr wirklich sehr, sehr zufrieden, wie das gelaufen ist, auch was der Nachwuchs macht. Ja, da gibt es, glaube ich, in diesem Jahr keinen Grund zu klagen. Ich fahre jetzt heim. Zum Mittagessen reicht es leider nicht ganz. Aber mei, das ist halt an manchen Tagen so. Oh Jungs, ey. Und Mädels natürlich auch. Ich sag's euch. Wenn es mal läuft, dann läuft's. Ne? Stützrad abgebrochen. Also wir haben es morgens jetzt um. Morgens geht es hier im Dunkeln. Morgens jetzt um 4. Ich wollte gerade den Hänger ankuppeln, dass ich loskomme. Bricht mir das Stützrad ab. Also dieses Jahr habe ich mit meinen Anhängern echt Freude. Aber gut, das kriegen wir jetzt auch noch schnell provisorisch hin. Ist halt nur mal wieder irgendwie gerade so typisch. Ne? Hoffen wir, dass alles weitere gut funktioniert. Eine neue Schraube rein. Zum Glück daheim passiert. Und ja, dann soll dem nichts im Wege stehen. Bis bald. So, 6 Uhr morgens. Es wird schon unheimlich warm. Aber mal wieder auf der Alp. Ich hoffe, man sieht, ne, diesen schönen Heißluftballon da im Hintergrund. Sonne geht auf und es ist vollbracht. Die Honigräume sind unten. Genau, die Honigräume sind unten. Wir gehen jetzt wieder einmal zum Frühstücken. Schöner Sonnenaufgang. Ja, mehr gibt es dazu nichts zu sagen. Bei der Gelegenheit habe ich gerade noch ein paar Kunstwärme natürlich auch gemacht. Bietet sich ja an, bei den starken Völkern, da die Bienen zu verwenden, die in der Bienenflucht unten hängen. Und dann sind die Bienen praktisch reisefertig. Und hier ist natürlich ein schöner Vorteil bei der Reihenaufstellung, beim Honigraum abnehmen. Vielleicht auch einer der wenigen Vorteile ist halt einfach, Honigraum abnehmen, ins Auto laden, Honigraum abnehmen, einladen, 5 Meter vorfahren. Also es sind sehr, sehr kurze Wege, vor allem beim Bienenstand wie dem, ne, wo du praktisch direkt 1 Meter daneben stehst. Ja, die hätten mich auch mitnehmen können mit dem Heißluftballon. Aber gut, ich gehe jetzt zum Frühstücken und wünsche euch was. Ja. Ah, morgens um 6, alles ist verladen. Noch mal einen letzten Kontrollgang hier, dass auch nichts liegen bleibt. Ärgerlich, wenn da jemand reinmäht oder sonstige Sachen sind. Ja, das war's dann. Ne? Das ist immer ein bisschen Wehmut, wenn man so lange an einem Standort war, wo es halt auch noch so schön ist, die Bienen da wieder heimzuholen. Aber so ist es. Ne? Meine Wanderkarre, wo ich gebaut habe, hat sich tiptop bewährt. Ne? Die passt jetzt sauber in den Bus rein. Und dann kriege ich hier 36 Bienenvölker mit. Und dann ist das ganz, ganz entspannt zum Einladen. Brauche ich so eine halbe Stunde plus minus, ne, zum Laden. Und dann passt es schon ein bisschen Gurten noch. Und dann läuft es. Ne? Dann machen wir uns jetzt mal bei dem Regen auf den Weg nach Hause. Das soll es dann auch von dem Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt, schreibt es in die Kommentare. Und ja, dann wünsche ich euch eine schöne Zeit und ja, einfach viel Spaß. Ja, bis zum nächsten Video. Ciao.